Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Alice Madness Returns. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, in der letzten Folge waren wir an einem wunderschönen Ort. Dort haben wir die Katze getroffen und mussten ein Rätsel lösen, damit wir Farbe bekommen, um eine Rose anzumalen. Wenn wir die Rose komplett angemalt haben, kriegen wir neues Leben dazu. Ach, ich liebe diesen Ort, weil der einfach so schön aussieht. Der ist einfach so friedlich, sehr angenehm, sehr beruhigend, obwohl da eine Statue ist. Es sollte Alice sein wahrscheinlich, die weint. Trotzdem, also guckt euch die letzte Folge an. Das war so, meine ich, gegen Ende ist das passiert. Ach, das war am Ende so. Am Ende ist das passiert. Also es wird euch bestimmt gefallen, so wie es mir auch gefallen hat. Und das Spiel sagt uns, wir sollen nach oben. Dann machen wir das doch mal. So. Dürfen wir wieder rutschen? Oder auch nicht? Nein, wahrscheinlich nicht. Oh, da ist schon das Schiff. Und da ist wahrscheinlich der Captain. Aber so einfach kommen wir wahrscheinlich nicht dahin. Da müssen wir uns noch ein bisschen anstrengen. Okay. Das bedeutet anscheinend, wir müssen hinhören, wo genau die Schweinsnase ist. Gehen wir jetzt einfach mal. Ich gehe jetzt mal hier lang. Oh, oh wow. Okay, das ging jetzt einfach. Ich habe die noch nicht mal gehört, muss ich gestehen. So. Aber gut, wir haben sie gefunden. Da gab es auch schon mal andere Folgen bei mir. Boah, da habe ich. Ich habe sie bis jetzt immer gefunden. Es hat nur ein bisschen gedauert. Stand da gerade Jin? Ich glaube schon. So, kleine Besowski hier. Hey! Ach ja, da haben wir eine Erinnerung. Sammeln wir erstmal hier die Zähnchen ein. Und dann hören wir mal hin, was die Erinnerung uns zu sagen hat. Also sage ich zu Dr. Bambi, Dr. Bambi. Ich meine, Modellbau ist ja gut und schön, aber Verschwendung von einer richtig guten Buddel. Da passt Jin für mindestens 3 Pence rein. Gut, sie war definitiv, wir sollten ja auch immer Trinken mitbringen. Also irgendwas Alkoholisches. Ich denke mal, mit der Ginflasche ist da, also das Spiel will damit sagen, dass sie gerne Gin getrunken hat. Das durften wir ihr dann immer mitbringen, damit sie leise ist und nicht erzählt, dass wir anscheinend verantwortlich dafür waren, dass wir unsere Eltern getötet haben. Durch ein Feuer. Aber ob das alles noch so stimmt, das werden wir ja hoffentlich bald erfahren. Wobei ich vermute, das Spiel wird noch ein bisschen dauern. Okay, ich glaube, hier rutsche ich wieder. Jo. Huh. Okay, das war knapp. Das war sehr knapp. Was war das denn? Oh, ich höre schon wieder irgendwas. Ich möchte aber nichts hören. Das sind wahrscheinlich wieder Fische. Da, ja, da ist schon der erste. Ja, wunderbar. Einmal Waffe wechseln. Waffe wechseln, bitte. Ach! Gott, ich wusste, dass das passiert. Sehr schön. So. Haben wir noch irgendwo einen Fisch? Oder irgendwas anderes, was wichtig sein könnte? Nope. Ah, oh, das haben die schön gemacht. Das ist süß. Also, dass wir uns klein machen, in der Blume sind und dann direkt noch den Weg sehen. Das ist eine gute Idee. Was? Ich habe da noch weiter gedrückt. Verdammt. So, dahin geht's zum Schiff. Das heißt, wir nehmen erstmal diesen Weg. Also nicht das primäre Ziel, sondern... Okay. Oh Gott. Jawohl. Oder kann man... Warte mal ganz kurz. Oder ist das der richtige Weg? Ja, wenn ich das jetzt wüsste, ne?
Wisst ihr, was mich jetzt gerade ein bisschen irritiert, dass man das Gesicht vom Captain gesehen hat? Da. Ich würde gerne mal nochmal die andere Richtung gehen. Warte mal, aber da kann ich ja wahrscheinlich nicht mehr hoch, ne? Ah, ist das Müll. Steht denn da irgendwas, was wir da... Mensch. Aber es sieht doch jetzt so aus. Na, okay, wir nehmen den anderen Weg. Also ich... Oh, Stefka. Es sieht so aus, dass wenn wir rechts entlang gehen, dass wir dann zum Schiff kommen. Deswegen bin ich jetzt einfach mal so mutig und sage, wir gehen jetzt hier entlang. Sieht doch so aus, oder? Ach, wir probieren es jetzt einfach mal. Shit. Okay. Ja, alles klar. Oder auch nicht? Warum kommen wir denn die ganze Zeit dann hier hoch? Nee, da muss irgendwas sein. Wartet mal. Irgendwie kommt mir das jetzt hier bekannt vor. Ich... kann mich aber nicht genau erinnern. So. Oder war das doch der falsche Weg? Ach. Was? Was war das denn jetzt? Schauen wir mal. Ich muss gestehen, ich bin jetzt noch nicht so wirklich überzeugt von meiner Idee. Ach doch. War richtig. Oder? Also ich finde, das sieht jetzt so jedenfalls danach aus. Oder ist das der Rückweg? Tja, wenn ich das wüsste. Komm jetzt. Alter. Das erschreckt mich doch nicht so. Ah, Mann. Ich wollte eigentlich nicht auf den Pilz. Ich hätte doch vielleicht die andere Richtung nehmen sollen. Kann ich noch zurück? Gott, wie unsicher ich mir einfach bin. Nein. Ich kann wahrscheinlich nicht mehr zurück. Dann hätte ich doch den anderen Weg nehmen sollen. Ne, da komme ich nie im Leben hoch. Alles klar. Gut. Das war dann vielleicht der falsche Weg. Verdammt. Ach. Ja, gut. Ach, das regt mich jetzt auf. Das ist wahrscheinlich hier der Rückweg oder so. Oder keine Ahnung. Huch. Haben wir hier noch irgendwas? Nee. Ach, Mann. Wow. Gott, ich bin manchmal so schlecht. Springen. Nochmal springen. So. Okay, da geht's zum Piraten oder zum Captain, wie man das jetzt auch nennen möchte. Kann ich jetzt nochmal hier lang gehen? Hallo? Ach, als ob ich da... Oh, shit. Als ob ich da nicht hoch kann. Was ist hier? Leute, das ist jetzt echt verwirrend. Ich bin jetzt wahrscheinlich den komplett falschen Weg gegangen. Ach, muss ich vielleicht... Warte mal ganz kurz. Nicht? Anscheinend nicht.
probiere es nochmal mit der. Nee. Anscheinend nicht. Ich höre hier ein Schwein. Warte mal, ich probiere es mal so. Ha, okay, es hat funktioniert. Oh, ist das verwirrend. Ah, okay, da. Da ist der andere Weg. Jetzt gehe ich mal hier lang. So. Das ist ja süß. Ach, da können wir runtergehen. Möchte ich das? Ich glaube. Ich verstehe jetzt. Ich glaube, das ist wahrscheinlich sowas wie ein Boot. Jetzt muss ich da nochmal. Oh Gott. Oh. Ui, 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 ui. Oder? Ja, Tatsache. Oh, cool. Oh, gut, dass ich das jetzt nochmal, dass ich mir das nochmal angeschaut habe. Klein machen. Ich glaube, wir müssen uns jetzt beeilen. Achso, nee. Da können wir ja lang. Ich höre immer noch so eine Schweinsnase. Warte mal. Ich will. Oh nein! Ach komm, Mann. Ah, perfekt. Perfekt. Danke, Spiel. So, machen wir es nochmal. Ich hatte mich verguckt. Ich glaube, da mit dieser Bombe würde ich den Weg gehen und die Bombe anwenden. So. Dann, genau, dann komme ich zum Piraten. Das zeigt auf jeden Fall der Finger und das mache ich jetzt nicht. Ich fahre jetzt einfach mal weiter geradeaus. Mal gucken, was dann passiert. Da ist bestimmt das Schweinchen. Oder? Ah, ich hätte auch hier. Okay. Herrje. Und da ist das Schweinchen. Ah, okay. Gut, ich hätte auch außen. Ich hätte auch hier lang gehen können. Im Nachhinein. Nachhinein ist man immer schlauer. Da ist ein Räuber, ein Fisch. Da muss ich aufpassen. Boah, das sieht gruselig aus. Kann ich jetzt eigentlich eine Waffe upgraden? Ich muss mal immer ein bisschen schauen, nicht, dass ich das verpasse. Ich weiß nicht, ob ich das unbedingt das Steckenpferd upgraden möchte. Ich lieber die Klinge. Ich warte noch. Boah, wehe, ich. Und ab nach oben. Ah, Kaschmir. Okay. Gut, so, jetzt bin ich zufrieden. Jetzt können wir weitermachen. Ich glaube, wir müssen jetzt hier lang. Verpassen wir irgendwas? Nein. Oh, shit. Alles klar. Gut. Alles klar. Mhm. Was? Nee, ich gehe jetzt diesen Weg. Hä, warum bin ich denn erst wieder da? Wiederbelebt worden. Das ist Schweinerei hier. So. Da sehen wir schon den Captain. Jetzt beeilen wir uns einfach. Perfekt. Oh. Guck mal, wie lieb der aussieht. Hallo! In Overwatch kann man jetzt hier Hallo einmal winken, aber das geht jetzt nicht. Komm an Bord, Alice. Wir sind totgeweiht. Was? Gibt es denn keine Hoffnung? Es gibt unendlich viel Hoffnung. Für uns. Also komm rauf. Doch, Captain, wir helfen dir jetzt. Verflixte Biester. Die wollen mein Schiff. Ich glaube, sie haben es eher auf dich abgesehen. Niemals. Wir sind beinahe verwandt. Du bist mit Suppe verwandt, Admiral. Ich hab's.
Wir verschwinden hier und besuchen die Show vom Zimmermann. Ein echter Straßenfeger. Der Zimmermann meint, dass wir nicht ernst nehmen, kann uns nicht verletzen. Tauch jetzt besser ab, Admiral. Oder die Haie verspeisen uns. Sind wir auf Reisen. Meide Wrackhaie, Kanonenfeuer und Minen. Drücke die linke Maustaste, um Kanonen abzufeuern und die rechte Maustaste, um Wasserbomben zu schießen. Okay, links also Kanone und rechts Wasserbomben schießen. Moment. Kanone. Wasserbombe. Eieieiei. Alles klar. Krieg ich hin. Oh, shit. Okay. Aber wir sind sehr mobil. Alles klar. Schießen euch ab. Seid tot. Ich kann so gut treffen, das ist unglaublich. Ah, jetzt kommt auch noch einer von hinten, kein Problem. Schaffen wir alles. Und dich auch nochmal. Und wieder vorne. Los! So, können wir die Mine abtreffen? Nice! Oh Gott. Ah, vielleicht sollte ich auch nochmal hier... Den kann ich nicht abtreffen. Das ist anscheinend nicht möglich. Ihr werdet alle sterben. Wir wollten meinem Abtrieb mal... Huch! Admiral was antun, das wollte ich sagen. Oh je, von hinten. Das ist nicht nett. Na komm, komm, schwimm. Jawohl. Sehr schön. Schwimm. Komm, 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 komm. Das war knapp. Ey, lass mich in Ruhe. Was? Da kämpfen wir uns die ganze Zeit durch. Und jetzt kommt so ein Hai, trifft uns und zack, kaputt. Die hat nur 8 Leben. Oh nein, nicht weinen. Oh, mir tun alle Knochen weh. Wir sind zu schnell abgetaucht. Mein Schiff ist ein Wrack, genauso wie ich. Ein Admiral geht mit seinem Schiff unter. Ich wusste überhaupt nicht, dass du Seemann bist. Wenn ich mich recht entsinne, warst du doch Bahnhofsvorsteher der Spiegelbahn. Hm, in hohem Bogen bei der Eisenbahn rausgeflogen. Redundant meinten die Trottel. Nie Urlaub genommen, loyal wie eine Bulldogge. Eine neue Richtung einschlagen, sehr witzig. Wenn ich eine hätte, klingt eher nach Entgleisung, Endstation, Katastrophe. Mein Schiff ist futsch, die alte Eisenbahn ist tot und dieses neue Ding ist ein Monstrum. Was ich nicht weiß, macht mich nicht krank. Mehr sag ich nicht, wir verstehen uns. Themenwechsel. Wir wollen nicht über die Sache mit dem verbotenen Namen sprechen. Wäre schön, mal etwas Brauchbares über diesen neuen Zug zu erfahren. Dir ist es egal, wenn andere leiden. Geh doch zur Raupe mit deinen Fragen und schlauen Bemerkungen. Ist es nicht egal. Tut mir leid, Admiral, ehrlich.
Bitte, sag mir, was du über den Zug weißt. Sagen wir, wir sind einem verseuchenden Verderben entronnen. Sei froh, hier unten zu sein. Aber ich will nicht entrinnen. Ich will es aufhalten. Ich muss es aufhalten, um mich selbst zu retten. Und auch das Wunderland. Unsinn. Apropos Unsinn. Zeit für Unterhaltung. Die Show muss weitergehen und so. Da wir von Shows reden... Tun wir nicht. Stimmt, egal. Hier ist eine Eintrittskarte für die Show vom Zimmermann. Für dich. Ja, dankeschön. Illusionstiefen. Ja, und jetzt sind wir hier unter Wasser mit einem wunderschönen Kleid und dem Admiral, der leider ziemlich kaputt ist, im Sinne von physisch nicht, psychisch wollte ich sagen. Und ich finde aber, das steht ihm viel besser, als dass er jetzt beim Zug gearbeitet hätte. Ich finde, ich glaube, das sollte doch eine Schildkröte sein, oder? Wartet mal, lass mich mal gucken. Genau, eine Schildkröte. Passt doch perfekt. Mein Gott, sei doch nicht so traurig. Du packst das schon alles, versprochen, und ich helfe dir. So, und was uns jetzt in dieser Folge alles und in dieser Welt uns alles erwarten wird, damit meine ich jetzt hier die Unterwasserwelt, das erfahren wir dann in der nächsten Folge. Ich freue mich, denn hier, oh, das ist cool. Ich mochte dieses Spiel. Diese Unterwasserwelt sehr gern. Ist ein bisschen anstrengend, aber hat mir immer viel Spaß gemacht. Also bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend und vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss!